Oh. Wow. Da. Passt jetzt überhaupt nicht hierher. Also herzlich willkommen bei Klein, aber Fein. In Deutschland, in Niedersachsen, mitten in Braunschweig, genauer gesagt im Lindenhof am Botanischen Garten in der Humboldtstraße 27, befindet sich ein kleines Theater mit dem Namen... Ich habe leider die Katharina nicht gefragt, wie man das jetzt ausspricht. Theater Grand Guignol. G-O-I-G-N-O-L. Guignol. Ich buchstabiere jetzt mal ein französisches Wort und du sagst mir, wie man es ausspricht. Boah, guck mal. Guignol. 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 Tut uns aber echt weißt leid. Du, Grand Guignol. Theater Grand Guignol. Was heißt das denn auf Deutsch? Bleib dran. Wo soll ich denn hin? Kommt aus dem Französischen und bedeutet großes Kasperle. Ah! Das Theater Grand Guignol in Braunschweig. Das ist ein Theaterkollektiv, das sich das Kollektiv erarbeitet. Katharina Binder und Simon Paul Schneider haben die Leitung im Grand Guignol, sind aber keine klassische Intendanz, wie es noch an vielen Theatern üblich ist. Sie versuchen, alle Kolleginnen in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen und gemeinsam Lösungen zu finden. Das ist Katharina und das ist Simon. Sie schreiben und erarbeiten auch die Stücke, aber dann werden die der Truppe vorgestellt und dann wird gemeinsam darüber geredet. Das Stück wird nicht hingeknallt, so hier, das machen wir jetzt, sondern worauf haben wir Bock, was interessiert uns, was wollen wir machen und jetzt reden wir auch darüber. Gemeinschaftliche Arbeit, kommt es eigentlich zu einer Vorstückauswahl? Ich glaube, sie schreiben die Stücke selbst. Ah, okay. Ja? Ja, bitte. Sie sind auch noch sehr, sehr, sehr jung. 3 Jahre? Ja. Als hätte ich es geahnt. Ich will wissen, gibt es ein festes Ensemble? Doch, es gibt ein festes Ensemble. Es kommen aber auch Gäste dazu, je nach Produktion. Was ist denn so Thematik? Also wie sind denn so Titel Ihrer Stücke? Das Grand Guignol erzählt die Geschichten von realen Personen, die Gewalt erfahren und sie weitergegeben haben. Dabei werden die menschlichen und gesellschaftlichen Strukturen hinterfragt, die zu Eskalationen in den Biografien geführt haben. Nachdem sie sich mit der Biografie des Serienmörders Bartsch und der Lebensgeschichte von Daniel Kübelböck auseinandergesetzt haben, folgte dieses Jahr, erstmal online, die Premiere und der Abschluss ihrer Trilogie Verbrechen am Seelenleben eines Kindes. Das Stück trägt den Titel Das Gewicht der Steine und behandelt die Lebensgeschichte verschiedener KZ-Aufseherinnen des Dritten Reiches. Auf der Bühne bedient sich das Grand Guignol dabei der Figuren aus dem Kasperletheater, ohne selbst ein Figurentheater zu sein. Das ist eine Möglichkeit, dem Publikum einen vorurteilsfreien Blick auf die Figuren zu bieten und ihre Geschichten spannend, lustig und auch gruselig zu erzählen, ohne sie zu verraten. Wie das dann aber nun am Ende aussieht, schaut man sich am besten selber an. Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes bei diesem Theater. Super. Weißt du, was mir gefällt? Dass sich da jemand Gedanken macht und sich nicht einfach damit abspeisen lässt, dass er irgendwie 2 Artikel gelesen hat und eine Serie geguckt hat. Sie wollen Theater abseits der Norm und der Konventionen machen mit Themen, die sie interessiert und die sie selber bestimmen. Was ich so nachvollziehen kann. Ja, klingt geil. Wenn ihr noch mehr über das Grand Guignol erfahren wollt, dann schaut einfach auf der Internetseite vorbei. Dort gibt es zum Beispiel auch noch mehr Infos zur Geschichte des Theaters, seinem Namen und lustige Infos zu den Menschen, die es zum Leben erwecken. Hut ab, ihr Lieben. Ja. Wir wünschen euch alles Gute. Ja, ab ins Theater Grand Guignol. Alle Leute in Braunschweig. Eingeblendet jetzt. Und unterstützt die Leute in ihrem Tun und in ihrem Werben auf erfolgreiche Jahre. Das war's. Tschüss.